Weiter geht's mit Dragons Aufstieg vom Berg. Wie ihr seht, ist hier wieder so ein Event. Es geht 24 Stunden und wir können den Klumpen bekommen. 20 Stunden und 51 Minuten geht's noch. Der Klumpen ist der Gegenpart zum Gruff. Der sammelt 127.000 Fische in der Stunde und 159.000 Holz. Wenn wir jetzt hier mal auf den Gruff gehen, seht ihr, na, wo ist er? Hier ist er. Das ist genau das Entgegengesetzte von dem. Ich habe mein ohne Zahl noch schon losgeschickt, also 3 Stunden und 31 Minuten braucht er noch, bis er zurückkommt. Jetzt sammeln wir erstmal unser Material hier ein. Hier den Fisch. Na. So, dann hier unseren Schockrachen noch, den schicken wir auch gleich wieder los. Hier holen wir noch ein bisschen Holz ab. So, sieht alles schick aus. Mein Gruff braucht noch eine Stunde und 22 Minuten, dann ist er auch fertig mit dem Ausbrüten. Sammeln wir hier gleich nochmal und hier den Holz. Außerdem habe ich jetzt angefangen, hier das Sägewerk auszubauen. Ganz schön teuer war es, 1.750.000 Fisch hat es gekostet. Deshalb habe ich hier oben und nur noch so wenig. Als nächstes baue ich dann hier unten meine Fischhütte aus für 1,75 Millionen Holz. Da bin ich gerade stark am Sparen, wie ihr seht. 1,5 Millionen habe ich schon. Jo. Außerdem habe ich 300 Wikinger hier oben. Ah, hier können wir gleich welche wieder zum Training schicken. Dann suche ich mir gleich mal hier welche raus, wo es sich auch lohnt. Ich würde sagen, ich schicke gleich mal meinen Hackadu los. 440.000, ja, jetzt sieht das Holz gleich wieder mau aus. Aber das ist scheißegal. Der ist Level 39. Wir könnten eigentlich... Achso, Fisch haben wir nicht wirklich. Dann schicke ich gleich mal meinen tödlichen Nader los. Dauert 8 Stunden und ein bisschen. 8 Stunden und 30 Minuten. Gut, dann müssten wir jetzt noch zwei andere Drachen suchen, die Material holen. Da würde ich sagen, nehmen wir gleich hier oben den Blutkessel, der sammelt ganz gut. Oder den hier. Ja, nehmen wir... Muss ich mal kurz gucken. Ja, nehmen wir den Wechselflügler, der kann Fisch holen. Und jetzt brauchen wir noch einen, der Holz holt. Dann nehmen wir unseren flüsternden Tod, der ist Level 33. Der ist ja ein Süd dafür. So, Fisch können wir nicht mehr und Holz können wir, glaube ich, auch nicht mehr. Ah, cool. Unser Krallenkrabbler ist auf 4 wertet. Alter, was kostet der denn? Das ist ja richtig krank. Der ist gerade mal Level 13 und kostet schon 216.000 Fisch. Einmal, also mal 3, um ins nächste Level zu kommen, das finde ich schon ganz schön heftig. Wir können jetzt sowieso keinen mehr losschicken. Doch, Holz können wir noch ihn schicken. Dann müsste ich mal gucken, ob wir hier was umändern können. Oder ob wir noch ein paar Drachen. Oh, sorry. Gucken wir mal in unseren Hangar, was wir hier noch für Drachen haben. Die schnappende Falle könnte man platzieren und unseren schrecklichen Schrecken. Und dann gucken wir einfach mal. Den hauen wir hier hin. Was ist mit ihm? Sucht er ja nicht. Ach doch, da haben wir ja gesagt, der soll suchen. Oh, der sammelt eine gute Weile. Ah, das reicht nicht ganz. Sammeln wir erstmal noch ein bisschen Fisch ein. Der kann aber trotzdem erstmal losfliegen. Vielleicht kriegen wir das noch zusammen. Wie viel waren das jetzt? Habe ich jetzt nicht geguckt. 78. Naja, das dauert noch ein bisschen, bis wir das zusammen haben. Brauchen wir noch knapp 15.000. Jetzt nur 13. Oder 12, sagen wir so. Naja, das dauert schon noch ein bisschen. Ach so, hier den haben wir ja auch noch am Start. Unseren Holzklau. Und wäre doch viel schlauer, wenn wir den nehmen. Rufen wir den mal zurück. 7 mal 3 sind 21, naja, 22.500 sammelt der, wenn er fertig ist. Und der sammelt, naja, mehr. Gut, dann schicken wir den los, das ist sinnvoller. Unser Holzklau hat nicht umsonst den Namen.
Gut, hier brauchen wir noch ein bisschen, müssen wir noch ein bisschen warten. Hier auch überall. Hier geht's ab. Das dauert noch ein bisschen, aber dann haben wir auf jeden Fall schon zwei Drachen, die auf dem Weg zum Level 42 sind. Weil da müssen wir jetzt hinkommen. Wisst ihr ja, glaube ich, selbst. Wenn wir hier auf Aufwerten gehen, seht ihr, du brauchst mindestens 7 Drachen auf Level 42. Daran arbeite ich gerade die ganze Zeit und hoffe, dass ich zu meinem Drachen hier den Gegenpart finde in 3 Stunden und 26 Minuten. Da informiere ich euch dann aber später drüber, im nächsten Video, denke ich mal. Gut, außerdem wollte ich von euch mal wissen, welchen Drachen ihr cooler findet. Den kleinen Augenblick, ich muss kurz raussuchen. Den Gruff, Mann, den Gruff. Also optisch sieht er echt geil aus. Der sammelt jetzt, ist genau der Gegenpart, wie ich schon gesagt habe, von dem, der jetzt im Event ist. Na, der Klumpen. Der sieht so aus. Könnt ihr mal schreiben, welchen ihr cooler findet. Ich finde den Gruff optisch cooler, aber den hätte ich natürlich auch gerne, alleine schon wegen dem Material. Gut, schreibt das einfach mal rein. Außerdem könnt ihr ja nochmal reinschreiben, was ihr von dem Schnaffelzahn haltet. Also der sammelt nicht doll, aber würde mich einfach mal interessieren. Gut, soweit sind wir dann wieder mal durch für dieses Let's Play. Ich sammle weiter mein Material und halte euch auf dem Laufenden. Wir sehen uns, haut rein, ciao.